schon geiles Wetter gerade. Ist sehr, sehr geiles Wetter, um eine Arena zu und Ray zu klatschen. Du hast echt eine krasse Superman-Locke, Alter. Das ist schon crazy. Das ist schon sehr hübsch. Möchtest du mich befriedigen? Sein was. Ja. Ivan, ich bin jetzt wieder draußen und Raiden schon wieder. Ich weiß, das ist der einzige Grund, warum ich nur noch rausgehe. Aber diesmal habe ich eine Mundharmonika dabei. Ivan und ich sind gerade so am Raiden halt. Ich habe einen Shiny gefangen, deswegen bin ich fertig. Und auf einmal ist der hier. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Ja, warten Sie bitte. Hilfe, ich bin in Gefahr. Hey, Hände weg von dem Handschuhfach! Hier, Blät! Was ist Ihnen da rausgefallen? Das geht Sie gar nicht an! Sind das Joints? Rauchen Sie? Runter. Ich fahre in den Keller. Bin ich schon da? So. Hallo. Vielleicht haben wir alle Zähne gezogen. Lieber einmal bitte den Kopf hier unten auflegen und die Stirn oben gegen. Und dann guckst du mir einmal dein Auge an. Da ist ein Luftballon. Guck mal, guck das Auge an. Schau einmal auf der anderen Seite. Ja, hast du mein Auge gerade schon gecheckt? Sie sind gleich blind. Boah, guck mal. Du siehst da ja. Einfach. Ich guck mal gleich, ob du mit der Kamera. Alter, heftig. Das ist ein Foltergerät. Wow. Sieht man's? Heftig. Was ist das denn bitte für eine Augenfarbe? Alles. Sieht mega aus. Bohnensuppe. Komm, dann machen wir jetzt den Sehtest. Ja, was hab ich gemacht? Mess die aus. Ich weiß, was für Sehstärken drin sind. Ach, wie die gebogen sind und so? Ja, da ist einfach so ein Messgerät drin. Und der schießt ganz viele Sachen durch und kann dann gucken, was für eine Stärke da drin ist. Ist jetzt Sachen durch meine Brille geschossen. Jetzt geht's los. Und los. Aha. Hallo! Wie nah sind Sie an mir dran? Sehr nah. Ah! Skero. Bitte vorlesen, Buchstabe für Buchstabe. F-K-E-R-O. Kannst du denn hier auch noch was erkennen? V am Ende. O in der Mitte, glaube ich. Ein Ü? Ein N? A? A-H-E-L-D. Jetzt mit dem nächsten noch besser. Ja. Ja. Wird es dann mit dem nächsten Glas noch etwas besser? A-H-C-L-O, ja. Sehr gut. Ich sehe inzwischen nur noch Sternchen. Besser. Und hier? Du schießt wieder Pimmel, oder? Nein. What the f... Was machst du mit mir? Drogentest. Warum bewegt sich die 6 einfach... Darf ich das ganz gut ohne Brille sehen? Nein. Okay, pass auf. Ja? Okay, rechts ist dein Führungsauge. Rechtsführung? Ja. Mhm. Junger Mann, ich habe eine Frage. Ja. Muss ich mir denn jetzt schon eine Brille aussuchen? Nee. Tja, du hast wunderschöne Augen, Patrick. Du hast echt schöne Augen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Einfach geradeaus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, hab ich gesehen. Nee, weiter. Alter. Schlecht. Schlecht, okay. Ich mach das Ganze etwas größer und ich schau mal wieder. Ja, ich hab's vergessen zu erwähnen. Wir waren ca. 2,5 Stunden bei Ina. Es war ein sehr, sehr cooler Tag. Wir haben uns dann noch 2 Brillen ausgesucht, also jeder eine. Die sind immer noch nicht da. Ich habe immer noch meine alte Brille. Aber die müsste jetzt die Woche kommen und darauf freue ich mich extrem. Die ist ein bisschen größer, aber die werdet ihr schon sehen. Kussi! Ich weiß nicht warum, aber die Waschmaschine von uns will auf einmal Aufmerksamkeit. Und die schreit gerade. Kennt sich irgendwer mit Waschmaschinen aus? Wova, ey, wenn du das siehst, ruf mich an. Ich brauche Hilfe bei Waschmaschinen. Erst war ich? Ja. Hallo. Hallo, Yoda. Richtig weich. Unser Maskottchen. Ja.
Hi, was geht? Das ist Paco. Bist du der echte Paco? Verpiss dich, Digga. So, das passiert, wenn Leute von 5K Geld brauchen. Die rutschen komplett ab in der sozialen Gesellschaft. Ja. Und fangen dann an, bei Edeka zu arbeiten. Life is pain, guys. Ich hab grad gepennt nach Arbeit. Oder war so am Dösen die ganze Zeit. Die Kamera, das ist da. Ich will jetzt kein krasses Unboxing oder sowas machen. Das habe ich gerade hier rausgeholt. Aber ich glaube, den Moment will ich trotzdem auf Kamera haben. Auf Kamera! Perfekt. Wow. Genauso wollte ich es nicht haben. Okay. Let's go. Ui. Ui. Noch mehr? Noch mehr? Ich denke mal, wir machen das so. Ui. Ui. Endlich. Ein Puschel für Wetter, damit es wie in Hamburg nicht so windig ist. Und hier ist das Schmuckstück. Die ist kleiner als gedacht, aber nice one. Ui, hallo. Geil. Die wird dann auch hier tatsächlich hängen. Die werde ich auch zum Vloggen nutzen, zum Stream nutzen. Geiler Bildschirm. Nice, let's fucking go. Geil. Der Touchscreen funktioniert anscheinend nicht. Es ist ein Touchscreen da. Das wird man alles mit diesem Rad machen. Ich habe die Kamera tatsächlich aus einem guten Grund geholt. Klar, um jetzt erstmal Vlogs geiler zu sein und vielleicht einen Stream zu nutzen. Es ist eine teure Angelegenheit gewesen. Also sie ist jetzt nicht so günstig gewesen, aber auch nicht so teuer für eine Kamera. Und eine Kamera hält man halt wirklich für Jahre. Es ist keine Spiegelreflex. Ich hätte gerne eine Spiegelreflex tatsächlich, aber dazu ist das Geld gerade nicht da. Irgendwann will ich einen Spiegelreflex, weil ich es liebe, auch Fotos zu machen. Ich liebe es, draußen zu filmen. Einfach mal, wenn man im Urlaub fährt, abseits von Handys. Einfach geil. Coole Fotos machen. Sieht aus wie ein Super Saiyan, Digga. Ist ja. Aber ich habe noch keine richtige Speicherkarte drin, deswegen kann ich damit noch nicht richtig filmen. Also ich glaube, ein paar Fotos werden wir heute machen. Auch ein paar Probefilme, aber sonst leider noch nicht vollständig. Krasse Planänderung, ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal irgendwas in die Kamera gesagt habe. Wir wollten eigentlich ins C-Life gehen. C-Life hatte keine Plätze mehr frei. Also sind wir essen gegangen und gehen jetzt in ein Escape Room. Wir waren gerade in L'Osteria Pizza essen und jetzt müssen wir zum Escape Room sprinten, weil es gleich losgeht. Sehr ölig. Schmuck, morden sie grausam und rauben alles von Wert. Die sehen voll echt aus. Guck mal, wenn wir so. Oh. Guck mal, Stacy, nicht mit Blitz. Aber wollen wir wissen, was für ein Knopf welcher ist? Kevins Arsch. Ja, warte. Paco. Ja? Hört auf mit euch. Hab ich schon alles gemacht? Achso, das ist ja schon. Ja, ja. Jetzt. Entschuldigung. Geil. Aber es könnte hier. Ja. Danke. Oh, am besten auf den Bauch. Oh, ich darf ja nicht alles sagen. Runde 1. Beginn. Vielleicht müssen wir erstmal in die Hände. So geil. Was? Oh Mist! Scheiße, wir haben dich erschossen. Hi. Ich habe gerade einen extrem wichtigen Moment in meinem Leben gehabt. Kleine Vorgeschichte, bevor ich studieren war, habe ich mir einen Privatkredit besorgen müssen, um aus meinem Girokonto halt rauszukommen, aus dem Minusbereich. Habe dann noch so viel besorgt, dass ich eigentlich auch meine Kreditkarten abzahlen konnte, können würde. Das hat aber durch viele Gründe nicht funktioniert. Und jetzt habe ich angefangen zu studieren. Ich habe meinen BAföG-Nachzahlung bekommen und Twitch und euer Support. Und ich habe jetzt bei meiner Kreditkarteninstitution gesagt, nächsten Monat sollen die alles abbuchen, so dass ich da keine Schulden mehr habe. Mein Konto ist jetzt auf Plus nach 2 Jahren, 3, 4, 5, 6 Jahren, I don't know. Das habe ich schon Anfang des Jahres geschafft, also 2021. Hatte aber meine Kreditkartensachen noch und durch euren Support und BAföG ist jetzt auch das gegessen. Ich sage bewusst, also BAföG auf jeden Fall
und auch bewusst euren Support, weil ich einfach mal wirklich Danke sagen wollte. Ich sag das auch so, Stacy meinte gerade, yo, erzähl das nicht, das ist eigentlich keinen zu interessieren, aber ich sage ganz ehrlich, ihr solltet schon wissen, was mit dem Geld passiert, das ich bei Twitch verdiene. Ich habe letztes Jahr gesagt, wenn ich es schaffe, angenommen zu werden und studieren darf, dass also mein Twitch-Geld zum Leben habe, dann bin ich schon glücklich. No Flex oder sonstiges, aber es ist soweit und ich bin extrem glücklich. Klar, das kann von Monat zu Monat anders sein und selbst in den schwierigsten Monaten ruder ich einfach kurz zurück. Ich muss echt sagen, also danke für euren ganzen Support die letzten Monate. Das letzte halbe Jahr ist übelst krass. Nach dem Peace Meet Raid ist so viel passiert. Ich rede von dir, Mara, du blöde Kuh. Ich rede von den ganzen neuen Leuten, von, wie Kevin sagt, Phase 4, 1, 2, 7, Grüße gehen raus. Phase 4, seitdem die Phase 4 da ist, habe ich extrem viel Spaß am Stream. Auch kurz davor habe ich mir einen Entschluss gefasst, ja, ich habe jetzt einen Zeitplan, ich habe jetzt Zeit und jetzt kann ich streamen. Und das ist gerade übelst die Belohnung, dass ich so gesehen schuldenfrei ins Jahr 2022 starten kann. Und deswegen danke ich euch wirklich von ganzem Herzen. Das ist krass. Damit ihr wirklich seht, wo das Geld hinläuft. Ich natürlich auch im Stream. Ich habe jetzt eine. Das ist der letzte Vlog auf dem Handy. Danach wird mit einer Kamera gefilmt. Die ist auch nicht günstig. Aber die werde ich mit Ratenzahlung holen. Jetzt fängt das mit den Krediten wieder an. Aber das ist so überschaubar. Und ich hatte nämlich eine Zeit, wo es nicht mehr überschaubar war. Und ja. Deswegen wirklich nur fettes Dankeschön. Und auch kleiner Ansporn an alle. Leute, ich hätte nie gedacht, dass ich erst vor anderthalb Jahren irgendwie so weit bin. Dass ich vor anderthalb Jahren gesagt hätte, hey, ich mache dann Vlogs, dass ich bei Twitch reingehe und da Leute sind, die sich freuen, dass ich da bin. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich freue mich auf die Zukunft und will einfach nur damit sagen, Leute, falls ihr einen Traum habt, Alter, einfach mal in die Hände spucken, die Scheiße anfassen und let's go. Einfach machen. Ihr wisst gar nicht, wie sehr so ein Euro einem bedeuten kann. Und wirklich fett vielen lieben Dank. Ja. Und deswegen, Leute, wirklich vielen lieben Dank für das alles, was in letzter Zeit passiert und dass ihr so Bock habt darauf. Mir ist egal, wie viel Geld dabei rumkommt. Ich bin mehr als glücklich mit dem, was gerade abgeht. Ich bin so dankbar und vielen lieben Dank.